Meine Damen und Herren, Maggie, überreiche uns die Krone. Mason, du darfst sie nehmen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich hasse dich. Ein Applaus. Mason ist diese Woche Mr. K-Pop. Heiß. Was? Er wurde letzte Woche zum Mr. K-Pop erwählt. Ihr habt abgestimmt in den Kommentaren. Es wird wieder Vielen eine Dank. Abstimmung geben. Die Entscheidung liegt bei euch. Und in den Kommentaren wird es zwei Kommentare geben. Einen Mason und einen John-Kommentar. Und ihr gebt dem einen Like, der besser reagiert. Oder der euch sympathischer ist. Oder, oder. Einfach der cooler ist. In den Reaktionen. Wir zählen die alle zusammen von dem, von der Reaktion und von allen Reaktionen, die jetzt Dienstag und Mittwoch kommen. Seid mal ehrlich, wen hat es besser gestanden? Mason oder John? Fangen wir aber jetzt direkt an. Darauf reagieren wir heute? NCT U. Ey, das ist, was ich eben gesagt habe, eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir auf NCT reagiert haben. Ne? Auf Warte, es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir auf NCT U reagiert haben. Ihr müsst mal das Konzept hinter NCT verstehen. Mal, das Ding war, wir hatten es alle. Es sind 21 NCT? Leute ursprünglich. Nee, jetzt sind es 23. Okay, ich wollte es gerade sagen. Oh, sorry. Ja. Gut. Und das war diese 23 Ding. Richtig. Nee. Richtig. Nein, egal. Auf jeden sind Fall, aber auch mehr geworden. Unter dem Hashtag RV und NK Day wurde uns dieses Lied vorgeschlagen. Ihr dürft dasselbe in den Kommentaren hier unten tun, wenn ihr Vorschläge habt. NCT ist ein sehr interessantes Konzept. Es sind inzwischen 23. Es gibt keine Gruppe, die kontinuierlich mehr Mitglieder bekommt, außer NCT. Ja. Da ist NCT einzigartig. Ich finde den Titel interessant. Boss. Boss. Mr. K-Pop, dürfen wir jetzt beginnen zu reagieren? Dürfen wir? Digga, ich hab doch nicht das Sagen. Fangen wir doch an. Doch, du hast die, du hast Megan das Ansehen. Boah, Grinch will nicht das Ansehen haben. Du hast, also, du hast jetzt den Schein. Ich bin einfach nur Mr. K-Pop die Woche, ist okay. Nein, du hast es mehr gefühlt letzte du Woche. Du hast den Schein. Digga, ich bin einfach nur froh, dass sie für mich gestimmt haben. Dankeschön. Ich hab für mich selbst gestimmt. Der hat mir ein Dislike gegeben auch noch. Okay, fangen wir an. Sagt Namen, wenn ihr Leute erkennt. Das Mister, freut mich immer. Oh, bei NCT wird es mir sehr, sehr schwer. Bei NCT wird es. Ciao, doch, Digga. Weil aus Super M sind ja auch welche von NCT. Marky? Shit. Mein. Digga, der Titel ist der Ciao, Digga. Okay. 3, 2, 1, go. Oha, wie es schon abgeht. Ey, mach mal ganz kurz. Wow, ey, es sind Blocks, Digga. Es sind koreanische Blocks. The Ghetto fängt an. Mach Play. Ich bin so gespannt auf den NCT Fließ, straight from the Ghetto. Ich mach sein Part nochmal. Oh, NCT ist straight from the underground. Der sah hier voll anders aus. Muss ich sagen. Wer ich ist hab es? Den gar nicht erkannt. Du weißt seinen Namen nicht, oder? Mark? Nein, das ist Mark. Achso, das war ein Schmerz. Mark ist mein... Mark ist... Yes. Also man liebt ihn, auch wenn er nicht dabei ist. So. Der ist bei der Runde nicht dabei? Doch. Okay. Aber mein Ball ist Do-Young. Okay. Do-Young? Do-Young. 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 Zeig mir sein Gesicht. Der hat da voll das aussagekräftige Gesicht gehabt beim Singen. Boah. Sieht gut aus, aber. No Chris. Stopp, stopp, stopp. Das Lächeln war sympathisch. Das heißt,
auf einen Moment bezogen. Das Mark. Was willst du sagen? Mark. Boah, Mark kneift echt, cringe die Backlippen zusammen, Digga. Von dem Hintergrundsound von der Stimme. Aber zum ersten Mal, das ist so eine schrillige Haarfarbe. Von dem Hintergrundgesang von dem cool, von dem Song, nice. Ja, ich finde genau, diese ruhige. Aber das, was ein bisschen mehr im Vordergrund war, fand ich ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sagen. Weißt du? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Oh, ich liebe diesen! Mark? Mark! Können wir nochmal? Hey, ich mach nochmal. Ich liebe wieder einsteigen. Ich hab den gar nicht so in Erinnerung. Mark ist cool. Zum ersten Mal verstehe ich, warum sie den feiert. Aber so richtig. Oh, Mike! Luca! Guck mal! Das ist geil! Wie heißt der? Lukas! Also der zweite Lukas! Ey, Lukas hat eine geile Choreo gemacht, obwohl er nur auf dem Stuhl saß, Digga! Digga, hast du gesehen? Der saß auf dem Stuhl. Ja, Digga, der hat so eine geile Kurve gemacht, obwohl er nur auf dem Stuhl saß, ja. Ja, das guck hat mal, mich voll an die... Wie hier sitzt auf dem Sofa. Das hat mich voll an die Schulzeit erinnert, Digga. Ja. Ach so. Mit Kippeln. Nur der Lehrer, nicht Kippeln. Aber der war extra klasse, der hat alle Stühle zum Kippeln gebracht. Ja, Mann, der war heftig. Lukas? Der hat andere Level Kippeln. Maschallah. Berechtigter Super M-Anwärter. Oh, ich liebe deine Stimme so. Sorry, es war stopp. Das war eine coole Szene. Das war eine echt geile Szene, gell? Ja, was haben die sich gemacht? Umarmt oder was? Digga, aber wo? Das war Doyons Stimme im Hintergrund. Wer? Doyon. Mhm. Den wir am Anfang der die ganze Zeit so im Hintergrund gesungen hat eben. Bias. Ja. Bias. Echt? Aha. Jenny! Wow, der ist gut. Der ist wirklich auch gut. Oh, das ist Chongo. Echt? An den Chongo kann ich mich erinnern. Ich schwöre, ich kann mich erinnern. Also, ich hab den noch nicht so erwähnt. Doch, Chongo. Mr. K-Pop mit Verlaub. Aber in Treasure gibt's auch einen Chongo. Deswegen vielleicht. Oh, kann sein. Das ist nicht ihre Schuld. Okay. Was ich sagen wollte, wirklich, der Refrain ist bei mir so eine Hassliebe. Ja, ja. Der Refrain ist bei mir echt ein der Ton, der im Untergrund ist, im Hintergrund, der ist dieses bisschen cool angehauchte. You know, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut. Aber das, was ein bisschen im Vordergrund ist, das hört sich ein bisschen schrill an, finde ich. Das war Mixer, ne? Ja. Das war Mixer. Ich muss sagen, beim ersten Mal hören hat mir der Refrain auch nicht gefallen. Aber je öfter ich das gehört habe, hat es mir dann letztendlich gefallen. Interessant. Aber beim ersten Mal hören war es auch gar nicht meins. Deswegen verstehe ich, was du meinst. Wer ist der mit der tiefen Stimme? Oh, cringe, ja, ich weiß, das war Taeyong. Taeyong, krass. Taeyong, der ist ja auch bei Super M. Ja, ja, ich weiß. Taeyong und Mark, das ist so das Rap-Duo bei denen. Win-win!
Don't you know wanna, don't you know wanna. Lukas! Krasser Raum, sehr krasser Raum. War das Theron gerade im Hintergrund? Ich hab. Das sind verzerrte Stimmen mäßig geworden. Okay. Ich weiß nicht. Ey, wo haben die das gefilmt? Dieser Raum. Ja, richtig war ja krass. Ich liebe dieses Outro auch. Dieses Oh, oh, oh. Ja, yeah. Bungan Boss. Richtig heftig. Boah, auch mit der Choreo. Was sagt ihr, wer hat am heftigsten abgeschnitten? Ne, bevor du das sagst, ist einer der meist gefühlt, meist nachgemachtesten Choreos im K-Pop. Also, das wurde so oft gecovert, so mäßig von anderen Idols. Krass. Also, echt? Von anderen Idols auch noch? Ja, so mäßig dieser Refrain-Choreo, die Refrain-Choreo. Interessant. Sehr oft nachgemacht. Ja. Was würdet ihr sagen? Wer am besten abgeliefert hat, liefert. Ja, bei dir klar. Aber bei mir auch. Wirklich? Doch? Ja, voll. Hä? Mark und Tom. Nein, Mark. 100%. Mark hat echt da rausgebracht. Mark hat Cooles da reingebracht. Mark hat echt. Wirklich. Da hat so einen Schritt. Fand den Typen nach Mark, der den Refrain, den zweiten, nach dem zweiten Refrain reingekommen ist, der gesungen hat. Ja. Mhm. Der war voll gut. Bevor die Rap-Parts loslegen. Jaehyun. Der, warte. Nein, zurück. Ja, ich geh auch gerade zurück. Heiß. Zurück. Ich weiß, wen du meinst. Der. Oh, der hat gerade einen komischen Blick drauf, aber. Ja, den meinst du? Das ist Jaehyun. Das ist Jaehyun? Ja. Der Jaehyun ist stark. Ich finde, der hat am meisten Drip. Ja, aber weißt du was? Ich fand diese Mischung aus tief, also cool, mit dieser Attitüde Boss. Und mit den hohen, gleichzeitig schönen Gesängen. Ich weiß nicht, ich fand das nicht so passend, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht war das erste Mal hören und ich bin auf Grund dessen so ein bisschen kritisch. Mhm. Aber ich fand diese Mischung nicht so krass gut. Vielleicht auch wegen dem schrillen Refrain. Ich bin so überzeugt von dieser Treppe. Wunderschön, diese Treppe. Oh, mit den Rolltreppen daneben auch voll schön. Ich habe vor, das wenn wir am Hauptbahnhof. Unser Hauptbahnhof wäre Attraktion auf einmal geworden, Digga, für ganz Frankfurt. Guck, wie schön man sowas gestalten kann. Auf jeden Fall. Bei uns ist purer Ghetto. Ich finde den eure Frage gar nicht schrill, aber ich finde das extrem viel. Extrem viel auf einmal. Ja. So, wenn man zum ersten Mal hört, finde ich. Alles klar, wir sind am Ende angelangt. I knock Boss. You. Wen Leute, ich habe mir beste Mühe gegeben. Und als K-Pop, Mr. K-Pop, werde ich das nächste Mal wirklich für euch eure Stimme erheben und in Sachen K-Pop alles rauslassen, was rauslassbar ist. Ich werde dich auseinandernehmen. Der Chill, das ist immer noch ein Das ist der Titel. Das ist der Titel. Ich will den wiederhaben. Ich vermisse den. Ja, okay. Warte, willst du nicht die Gläser rausholen? Nein, das muss mit sein. Gelblichtfilter, Blaulichtfilter. Das ist der Mr. K-Pop-Filter. Okay, beenden wir dieses Video. Damit siehst du alles gelb, wie bei mir auf dem Handy. Unten könnt ihr einmal kurz voten. Ansonsten, wir haben auch in der Beschreibung einen Link zu unserer Telegram-Gruppe. Da dürft ihr auch gerne beitreten. Dort gibt es wöchentlich Umfragen und Bewertungen, an denen ihr teilnehmen könnt und dieses Programm hier mit beeinflussen könnt. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind die Ravennas und 3, 2, 1. Bye, bye.